Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2. Ja. Ihr merkt gerade, es läuft flüssig. Also momentan. Ich hoffe, dass es auch so bleibt. Ja, es hat eben ein bisschen länger gedauert, weil nach der Serie, die ich gucken wollte, lief tatsächlich noch im Anschluss etwas, was auch interessant war. Okay, so viel zum Thema flüssig laufen. Es läuft auch flüssig. Bloß ist gerade der Ton die Nebengeschichte. Okay, Entschuldigung, dass ich so ruhig bin. Ja, wie gesagt, ich habe ja in der letzten Folge ja schon einen kleinen Funfact angesprochen mit Ellie und einem Anime-Shark da. Dazu kommt noch ein zweiter Funfact. Und zwar, wenn man sich mal... Okay. Wenn man sich genauer mal die Szene bei Sword Art Online Staffel 2 Folge 2, glaube ich, müsste es sogar sein, genauer anguckt, dann wird man sehen, dass da ein Werbeflyer für ein anderes Spiel durchschwebt. Ist ja nun nicht ungewöhnlich, dass in einigen Spielen andere Spiele angeworben werden. Kennt man ja aus der Realität auch. Bloß das ist der Witz. Es handelt sich um ein real bestehendes Spiel. Und wer die Szene gerne gucken möchte, einfach mal bei Netflix gucken oder halt auf den einschlägigen Streaming-Diensten, die das anbieten. Dann solltet ihr recht schnell die Szene finden. Und ich sage euch gleich vorweg, wie schon vorhin, man findet die Szene recht schnell und es ist halt auch recht amüsant, dass das überhaupt, ja, für dieses Spiel wirbt. Gut, ungewöhnlich ist nicht, weil ich kann nur sagen, Bandai Namco, ne? Und ja, jetzt ist ja die Frage, warum sage ich Bandai Namco? Bandai Namco ist ja kein Anime-Hersteller, sondern ein, ja, Spieleanbieter. Und das ist auch richtig. Bloß Bandai Namco hat ja das Spiel von Sword Art Online gemacht, also von dem ersten Teil schon. Und somit hat ja die Abteilung, die den Zustand für den zweiten Staffel ja verantwortlich sind, gesagt, okay, hey, wir bauen das einfach mal hiermit jetzt so mit ein. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Kaum wurde es beschlossen, schon war es ungefähr eine Stunde später wahrscheinlich drinne. Gut, schön, wenn ich nicht ganz genau in der Ausführung bin, aber
Ich bin hier, wie ihr gerade merkt, ganz schön stark am Leiden. Woher kam denn... Echt jetzt? Warum springt das denn ganz heck gegen eine unsichtbare Wand? Nein, nein, nein. Ach, komm schon. Ich habe sogar gespammt wie ein Irrer. Okay. Aber ich verstehe nicht, weil ich habe gerade hardcore gespammt, dass er auf jeden Fall mit der Schrot noch ballert, ne? Und jetzt hat er einfach gerade den Raketenwerfer in der Hand. Okay, geht auch mal klar. Oder auch nicht. So, das Ganze ist unfair. Na gut, keine Ahnung, wie oft lag ich gerade? 32 Mal gefühlt. Ja, aber um es nochmal festzuhalten, Sword Art Online Staffel 2, zweite Folge, da habt ihr das dann auch. Und ja, wie gesagt, es ist recht lustig zu sehen, dass halt an der Szene Bandai Namco quasi sich wieder reingeschmuggelt hat quasi. BZW, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es reingeschmuggelt ist oder nicht sogar gewollt ist. Alter, ich habe zweimal gerade wartet, damit ich den Uppercut durchführen kann, ne? Und dann sowas. Jetzt aber. Na also, da sitzt der doch. Gerade fällt mir ein, dass ihr Trottel alle drauf geht, wenn ich euch nicht warne. Alle Sirenen sind von Geburt an mit unterschiedlichen, unvorstellbaren Kräften ausgestattet. Ihr könnt sie nicht, ich wiederhole, nicht besiegen. Wenn ihr Lilith seht, meldet ihr es mir sofort. Ich kann es mit ihr aufnehmen. Ihr nicht. Ich ja, ihr nein. Schön, wie er das auch nochmal genau betont, dass nur er das schaffen kann. Ne. Ist auch schön, die Leute schützen, die er beauftragt, ne? Muss man ja mal zugute halten, ne? Ah. Waffe. Und aus irgendwelchen Gründen hat er gerade wieder Stunden gebraucht, um zu wechseln. Das war Fail. Noch ein gepanzerter. Hier ist noch eine Waffe. Gepanzelter. Gut Deutsch. Lauf,
Also. Ist hier irgendwas? Da ist was, aber das Hochklettern ist halt immer so die Sache, ne? Deswegen lasse ich das jetzt mal außen vor. Aufzeichnung gefunden, die euch bei der Sirene helfen könnte. Ich habe die Sirene Lilith beobachtet, seit die Kammer geöffnet wurde. Sie scheint ihre natürlichen Facewalking-Fähigkeiten mit Iridium zu verstärken, weshalb ich vermute, dass eine geheimnisvolle Verbindung zwischen Sirenen, Iridium und der Kammer besteht. Zwei weitere Dinge habe ich herausgefunden. Erstens mag sie es nicht, wenn man ihr Haarsträhnen unter dem Vorwand ausreißt, diese für wissenschaftliche Experimente zu benötigen. Und zweitens schmecken sie nach Oliven. Moment, nein. Eher nach gebratenen Gurken. Okay. Ja, wieder Tennis, wie wir sie kennen. Schön verrückt. Aber wie heißt es so schön? Wenn man Verrückte finden will oder anlocken will, sollte man mit Verrückten zusammenarbeiten, ne? Wahrscheinlich dachte sich genau dasselbe Jack und hat ein paar Verrückte angeheuert, um Verrückte zu kennen. Nee, Moment, das ergibt irgendwie keinen Sinn, mein... Aussage. Oder seht ihr da gerade einen Sinn drin in dem, was ich gerade gesagt habe? Ich habe irgendwie mich selber ins Ausgeschossen. Sehr genial. Achso, hinter mir ist auch noch einer. Bin bereit für den Abschluss, Mann. So, jetzt auch. Also jetzt wird es langsam lächerlich. Dann haben wir das echt anstrengend, Leute. Ich hab keine Zeit für den Scheiß. Du wirst keine 2 Minuten überleben. Ja. Tieren und Puppen.
Okay. Ach ja, dann. Moment, kurz mal was gucken. Ich habe da gerade nämlich eine Schrot, glaube ich, aufgesammelt. Okay, die Sortierung ist relativ klar eigentlich. Aber leider nichts Besseres dabei. Okay, egal. Wenn Schwachköpfe anscheinend nie zuhört, sage ich es nochmal. Hört auf, falsche Sirenen anzuschleppen. Im Universum kann es nur 6 Sirenen gleichzeitig geben und ich weiß bereits von 3. Ich kaufe euch nicht ab, dass ihr eine der restlichen 3 rein zufällig gefunden habt, nur weil ihr die Leichen irgendwelcher Bräute mit blauen Tattoos verunstaltet. Ich gebe zu, die ersten Dutzend Male, die ihr Spatzenhirne das versucht habt, war es noch halbwegs lustig. Aber jetzt stinkt mein Büro nach Blut und Filzstiften, also hört auf damit. Ich find's gut. Macht weiter so, Jungs. Damit es nach Blut und Filzstiften stinkt. Okay. Das mit den Assassinen haben wir relativ schnell abgehakt. Dann mache ich mal die nächste Mission anhaken. So, kein Zimmer mehr frei. Denn wir machen heute mal die Trivial-Missionen ganz schnell mal durch. Zumindest so viel und so großzügig, wie es gerade geht, ne? Zugekokstes Äffchen auf Slack, wenn du rankommen willst. Irgendein Slackwecker hat unsere Dampfpumpe abgeschaltet. Durch Siebtling! Du hast das Dampfdingsbums? Cool! Die Pumpen liefen früher mit einer anderen Technik, aber es gab Beschwerden, also haben sie es geändert. In der Pumpe da eine Sicherung steckt. Öffne einfach den Sicherungskasten und schnapp dir das Scheißding. Oh, verdammt! Es scheint, die Skeks haben den Kondensator dieser Dampfpumpe verputzt. Knall die Viecher ab, bis eins von ihnen das Ding ausspuckt. Moment mal, rüberwechseln. Eigentlich kann ich das auch so machen. Seltsam, dass ich mitbekomme, wenn du etwas aufhübst. Wusstest du, dass ich dich auf dem Klo beobachten kann? Moment, klang das jetzt schräg? Ja. Ich beobachte dich doch nur als Freund auf dem Klo. Egal, steck das Ding ein. So. Jetzt machen wir uns noch auf den Weg zum letzten Spot. Gut, nur dass hier eine Catch-a-Ride-Station ist, nicht wahr? Ich könnte bestimmt nicht den ganzen Weg so laufen, mal abgesehen davon. Ich brauche noch eine
verbessern. Catch a ride! Jetzt mit 47% mehr als 26% oder so. Die verdammten Bullymongs bauen ihre Behausungen gerne auf diesen Southpaw-Pumpen. Kill den Mong, damit du an das Teil kommst, das du brauchst. Ha! Du hast das Getriebe, was? Mann, diese Getriebe sind hier der zügellose Schrei der Katze. Falls du diese pandoranische Redensart kennst, steck das Ding ein. Huch! Kurzer Ruckler. Hallo? Ah, okay, ich konnte nicht weiter zurückfahren, weil da... Na gut. Gut, gut. Okay, 100 Liebchen haben wir aktuell. Und jetzt ist gerade der Ton weg. Cool. Sieht aus, als hättest du alles beisammen, um die Dampfpumpe zu reparieren. Steck einfach die Stecker rein und schon steht das schwarze Brett wieder unter Strom. Wie ein Sportler, der sich 3 Jahre mit Iridium gedopt hat. Pumpen sind startklar, Mann! Schalt sie ein und lass die Funken fliegen! Gerade mal cool, dass das schwarze Brett hier ist, noch. Als Zusatz. So. Schatz, haben meinen letzten Kurier-Dino zum Krüppel gemacht. Du kriegst Geld, wenn du diese Pakete rechtzeitig zustellst. Schnapp dir die Pakete, sobald du bereit bist, sie auszuliefern. Ist auch soeben schon geschehen. So. Ah, falscher Briefkasten. Der ist natürlich oben. Gottes Willen, die Ruckler bringen es doch dann ein bisschen aus dem Lot. Nee, Quatsch. Der Briefkasten ist da drüben. Warte mal. Jetzt muss ich mal gerade hartes Geschütz einsetzen. Weil es gerade, wie er schon sagt, lächerlich wurde. So gefällt mir das. Leider bist du gefeuert. Dino hat sich so weit erholt und ist wieder einsatzfähig. Ich habe mich nicht erholt. Sie haben mir nur die Springstöcke an die Beine geklebt. Er ist fit wie ein Turnschuh. Du kriegst deine Kündigung mit der Post.
Okay. Wenn sie meinen, dann meinen sie mal. Ne? Oder wie heißt es so schön? Meine Fresse kann eine Portion Blei vertragen. Nee, deine eigentlich. So, da mach ich mal gerade einen kurzen. Wupp, wupp. Da haben wir das auch abgeschlossen. Dann kann ich ja mal auf das nächste hier switchen. Wie jedes Mal auch der Ton weg geht, nur deswegen, ne? Gerade ein bisschen seltsam. Was sehe ich denn hier? Aha. Okay, da hinten ist noch was, was interessant ist. Deswegen kurz aussteigen. Warum auch immer wir gerade portmäßig ausgestiegen sind. Ist mir gerade mal Wumpe. Was ist denn das da hinten gerade? Das sieht interessant aus. Ach so. Einfach nur ein Stück der Karte. Hab damit auch eine Errungenschaft freigeschaltet, habe ich gesehen, aber trotzdem. Gibt es einen Grund, warum die so weit ab ist, die Stelle hier? Außer damit man vielleicht nicht unbedingt direkt herkommt. Na egal. Bin ich kurz in der Luft gelaufen? Gruselig. Okay. Dann hole ich mir mein Fahrzeug wieder. Und würde sagen, wir machen mal ganz kurz einen Folgenumschwung. Denn es ist schon wieder soweit, ja.